Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von Balzer, Qualität seit 1949. Gewässer hier haben wir eine Wassertiefe von in etwa 1,5 Metern. Aus diesem Grund haben wir uns heute für den Method Mix Leicht entschieden. Dieser Mix hat einen sehr hohen Fischmehlanteil und dadurch eine geringere Bindung. Im Beginn wird immer der Mix angefeuchtet, damit er dann auch Zeit genug hat zu quellen. Circa 15 Minuten wäre da meine Empfehlung und anschließend widmen wir uns dann den Pellets. Wir verwenden heute Mikropellets in 2 und 3 mm Körnung. Der Umgang mit Pellets ist eigentlich relativ einfach, wenn man verschiedene Dinge befolgt. Der größte Fehler wird oft begangen, indem die Pellets zu lange unter Wasser bleiben, also das heißt überfeuchtet werden, denn dann hat man anschließend nur noch einen klebrigen Teich. Man kann eine Faustformel geben, dunkle Pellets haben in der Regel eine längere Quelldauer und helle Pellets sind deutlich empfindlicher, was die Wasserzufuhr betrifft. Die optimale Feuchtigkeit ist erreicht, wenn die Randschicht ein wenig weich wird, aber der Kern immer noch eine gewisse Härte aufweist. Im Nachhinein zieht dann die Restfeuchtigkeit in den Kern des Pellets ein, sodass wir dann ein optimales Ergebnis haben. Nun ist das gewünschte Ergebnis erreicht. Die Randschicht wird weich und jetzt ist auch Eile geboten. Wenn wir jetzt zu lange warten, dann würde der Pellet zu weich werden und patschig werden. Also einfach in ein Sieb geben und dann nach Möglichkeit so viel Wasser wie möglich hier ablaufen lassen. So, die Restfeuchtigkeit am Pellet, die saugt sich von alleine dann in das Innere ein. Die Montage bei Method-Feedern ist sehr einfach gehalten. Sie besteht einmal aus der Method Feeder Korb, dies ist eine Inline-Variante, welche auf die Hauptschnur gezogen wird. Wird durch diesen Gummistopper abgefedert und am Ende befindet sich der Wirbel, worin wir unseren Method Feederhaken einhängen. Es gibt noch eine zweite Variante und zwar den Elastic Method Feeder. Diesen verwendet man gerade beim Fischen auf großen Karpfen. Hier ist ein Gummizug eingearbeitet, welcher die Schläge der Fische perfekt abfedert. Die Method-Vorfächer haben in der Regel immer eine Länge von 10 cm. Ganz neu im Programm im Hause Balzer über unseren Hakenproduzenten Owner haben wir drei neue Modelle entwickelt. Es gibt einmal den Quickstop, welcher hier oben, wie der Name schon sagt, ein Quickstop-Hülse hat, wo ich den Boilie befestigen kann. Die einfachste und zweite Variante ist der klassische Spare. Hier kann ich den Boilie einfach reindrücken. Die dritte Variante ist das Pelletband. Mittels einer Zange kann ich dieses Band öffnen und den Dumble oder den Pellet sauber einführen. Um die Fische erstmal auf den Futterplatz zu bringen, 5 Körbe zu Beginn. Und dann hängen wir einen Haken dran, bestückt mit einem 8 mm Boilie. Wir haben jetzt mittels unserem Schnurclip an der gegenüberliegenden Seite einen Angelpunkt ausgesucht und dort versuchen wir eben mit den 5 Dart-Futterkörben die Fische an unseren Angelplatz zu locken. Ich habe zunächst mal in die Mulde etwas Futter hineingegeben und anschließend lege ich den Boilie da rein. Ich mache das sehr gerne so, denn ich möchte nicht, dass der Boilie direkt an der Oberfläche sich von dem Futter befindet. Der wird dann sehr schnell freigespült. So wird er etwas länger im Zentrum festgehalten. Ja, jetzt geht es weiter, jetzt muss man sich entscheiden. Wenig Fische, natürlich dementsprechend Futter füllen oder viele Fische.
auch mal ein paar Pellet mit hinzugeben. So, ich hoffe natürlich, dass ein paar mehr Fische kommen. Ich hoffe, dass ich richtig liege. Ja? Also dementsprechend wird die Form dann ordentlich mit Pellets befüllt. Dann noch mal ein klein wenig Futter drauf. Und das ist so praktisch hier. Man drückt den einfach rein, leicht öffnen. Und dann habe ich hier unsere Schildkröte, so nenne ich das immer. Ja, man sieht die einzelnen Schichten hier. Zuerst Futter. Der Boili ist so ein klein wenig hier abgedeckt. Dann habe ich eine Schicht Pellets und dann wieder Futter. In tiefen Gewässern gehe ich sogar her und drücke jetzt von außen noch mal etwas nach. Wenn ich so 5 oder 6 Meter Tiefe habe. In dem Fall hier brauche ich es nicht, denn wir haben nur 1,50 Meter. Oh. Oh, fühlt sich ganz gut an. Ich denke mal, er wird so vielleicht 2,5, 3 Kilo haben, schätze ich mal vom Gefühl her. Ich bin mal gespannt. Im Rollensektor, speziell für Fiederangler, haben wir dieses Jahr eine echte Revolution geschaffen. Wir Fiederangler verwenden diesen Standard-Schnurclip zur Begrenzung unserer Wurfdistanz. In der Vergangenheit hatten wir folgendes Problem. Der Fisch beißt und möchte abziehen. Dies passiert gerade eben bei Barben oder größeren Karpfen. Dann haben wir folgendes Problem. Das Vorfach ist jetzt gerissen. Da dieser Schnurclip nicht freigibt. Und nun kommen wir zu unserer Innovation. Wir haben auf dieser Rolle einen Gummischnurclip. Diesen lege ich jetzt einmal hier rein. Jetzt simuliere ich einmal den Auswurf. Der Clip hält. Nun stellt euch vor, ich habe ausgeworfen, spanne meine Schnur, 1 bis 2 Wicklungen auf die Rolle und jetzt beißt der Fisch. Er zieht ab und der Schnurclip legt sich um und die Schnur kann komplett frei ablaufen. Unser Release-Clip besteht aus Gummi. Gummi kann reißen. Deswegen haben wir bei jeder Release-Clip-Spule Ersatzclips mit beigelegt. Wir haben einen roten Release-Clip, das ist eine etwas härtere Mischung und empfiehlt sich in der Strömung. Und dann haben wir den grünen. Dieser ist für das Angeln im Stillwasser oder bei leichter Strömung geeignet. Der Release Clip ist hinten mit einer Feder gesichert. Diesen kann ich ganz einfach mit der Hand rausziehen, drücke den defekten Release Clip nach außen, schiebe den neuen mit einem kurzen Zug wieder rein. Dann ist hier ein kleines Loch bereits vorgebohrt. Hier schiebe ich die Feder rein und fertig ist das Ganze. Ja, die Fische sind doch verdammt stark im flachen Wasser hier. Am Rand geben die richtig Gas. Also ich habe jetzt den Fisch nicht über die normale Bremse gedrillt, sondern über den Rücklauf. Hat einfach den Vorteil, dass die monofile Leine dadurch nicht so verdrallt und ich ein viel besseres Gefühl zum Fisch habe und auf den Fluchten des Fisches reagieren kann. Seht man, er ist am Rand und hat dann nochmal richtig Gas. Das ist ein guter Fisch. Rakete bei dir. Oh, Michael, so ein Doppeldrill in Holland. Meiner ist wohl etwas kleiner, aber dafür habe ich einen Schuss. Ja, und ich dachte eigentlich erst im Drill,
Der ist etwas kleiner auch bei mir. Allerdings, da habe ich mich getäuscht. Das ist ein ganz schöner Kavenzmann. Und wie man hier jetzt sieht, ich habe ein bisschen getrickst. Ich habe noch keinen Biss gehabt. Ich habe nämlich mit dem Wurm geangelt. Ein wunderschöner Spiegelkarpfen. Ja, ich denke, der ist ähnlich groß wie deiner am Anfang. Oder? Schau doch mal her. Ein schönes Exemplar. Kerngesund. Meiner ist eine Stufe kleiner, aber dafür auch ein toller Fisch. Vor allen Dingen mal ein Schuppi. Den fängt man ja auch nicht so oft. Boah, was ein Biss, Michael. Der Clip hatte ausgelöst. Man sieht das hier, die Schnur ist frei. Und somit konnte ich sehr schön die Flucht abfangen. Wenn ich dem Meister geholfen hat, hat mir der Chef von der Deichanlage soeben noch die Angel gerettet. Hebt an und der Clip löst sofort aus. Jetzt habe ich genug Schnur auf der Rolle, wechsel wieder auf meinen Rücklauf. Ach, ein kleiner Fisch. Das macht richtig Spaß. Perfekt. Angelanlage Het Mun in Appeltern, Holland. Das sind unsere zwei Abschlussfische. 3,5 Kilo und 3 Kilo. Wunderschöne, gesunde Fische. Doppeldrill. Was will man mehr? Das war ein super Tag, Michael, mit dir. Das hat richtig Spaß gemacht.